Buongiorno, meine kleinen Makronis, einer neuen Folge der Pokémon-Sonne Blindlock. Uns ist tierisch warm, deswegen wedeln wir uns schon selbst Luft zu. Komm, mach's nochmal. Mach's nochmal, Jenny, komm. Gib's uns. Ah, guck mal, wie ihr warm ist. Kein Wunder, wir sind ja auch im Vulkan. Wir haben Kapa, wir haben Dormasi noch vorne, unser Kapa-Doof. Das werde ich jetzt aber ändern. Ich glaube, wir machen das mal so. Diamond Josu kann ja auch gut abräumen, nicht nur Pekko, weil wird nicht effektiv getroffen, kann mit Felsgrab ordentlich reinknüppeln und das machen wir einfach mal. Wälder Vulkanpark, Herrscherbereich. Oh. Ich weiß auch schon, was uns erwartet. Nämlich eine Prüfung! Haha! Ich bin's, Kiave. Zusammen mit meinem Knogger halte ich den traditionellen Tanz der Alola-Region in Ehren. Also, meine Prüfung. Weißt du, damit verhält es sich ein klein wenig anders als mit den anderen Prüfungen. Aber du möchtest dich ihr natürlich trotzdem stellen. Stimmt's oder habe ich recht? Unbedingt. Ich bin gespannt. Die Prüfung beginnt. Meine Prüfung erfordert vor allem eins, eine gute Beobachtungsgabe. Du sollst mir nämlich sagen, worin sich die zwei Tänzer jeweils unterscheiden. Okay, schön, möge meine Prüfung beginnen. Okay. Präge dir diese Tanzpose gut ein. Okay. Und was ist anders als beim vorigen Tanz? Das links, das in der Mitte guckt auf einmal komisch noch. Ja, ich glaube, das in der Mitte. Kann ich es nochmal sehen? Beim Stream. Na, sowas. Das hast du gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Knogger. Yeah! Gegen Knogger, das Feuergeist-Pokémon. Nichts mit Boden. Ein Knogger-Wild erscheint. Los, dein Mando Jasu. Okay. Ist zum Glück nicht, wer weiß, wie hoch vom Level, aber kann uns trotzdem ordentlich reinhauen. Ordentlich eins reinhauen. Ich mache einfach mal Felsgrab. Wir sind schneller. Ja, okay, wir sind zwar hoch, wir sind zwar lahmarschig, aber Knogger ist selber auch lahmarschig. Wahnsinn, dass wir zuerst dürfen. Okay, nichts ist passiert in diesem Kampf. Außer, dass wir das Knogger einfach umgeklatscht haben. Geil. Bam. Nice. Einfach mal Erfahrungspunkte abgestaubt. Ohne auch nur einen Kratzer zu kriegen. 498. Geil. Dormasi Level 19. Oh, ich freue mich. Wir sind nicht mehr lange und wir haben Garados. Oh, ja, Mann. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Das Knogger war außer sich vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Es hatte ich vor lauter Freude sogar angegriffen. Und weiter geht's, Tanz Nummer 2. Okay. Rechts, links, hinten. Okay. Mhm. Und, was ist anders als beim vorigen Tanz? Der Wanderer. Na sowas, das hast du gut gemacht, fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Wanderer. Alola! Alter, ist das bescheuert. Ich liebe dieses Spiel. Garaf, was weiß ich, ich liebe dieses Spiel. Mogmo. Alter, der Humor in dem Spiel ist echt geil. Hat schon fast Paper Mario und Mario und Luigi Qualität. Gefällt mir, gefällt mir. Felsgrab. Mogmo. Tja, ich bin leider auch ein Feentyp, ne? Merkst du? Irgendwas läuft nicht richtig bei dir. Alter, das ist so geil, ey. Los, Wanderer. Alola. Es ist so doof. Aber egal, ich freue mich. Pekko, Level 26. Schaust du anderen gern beim Tanzen zu? Ja. Nicht unbedingt. Kommt drauf an. Der Wanderer war außer sich vor Freude, weil du mit einem Tipp richtig lagst. Er hat dich vor lauter Freude sogar angegriffen. Ich halte es nicht aus. Was ist das für eine Prüfung? Kommen wir nun zum letzten Tanz. Alter.
Alter, leck mich am Arsch. Okay, das eine macht Knipsi, das eine guckt nach vorne, das nach rechts und der Wanderer. Ja, yeah, was geht? Ich halt's nicht aus. Alter, hallo! Hallo, du da hinten! Das Herrscher-Pokémon! Das schwarze Pokémon! Das unbekannte Pokémon, das seltsame Pokémon! Alter, das Spiel macht mich fertig. Das Herrscher-Pokémon! Na sowas, das hast du gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Herrscher-Pokémon! Alter, es ist zu geil. Es ist so geil. Ja, Mann, dieses Amphira, dieses Pokémon ist ultra geil. Ich habe mich schon so das viel schlau gemacht, deswegen wusste ich, dass es hier als Herrscher vorkommt. Es entwickelt sich aus Mulung und Amphira und Mulung haben die Fähigkeit Korrosion, die erlaubt es, diesen Pokémon andere Stahl- und Gift-Pokémon zu vergiften, was ultra geil ist. Und Nette an diesem Pokémon ist, es entwickelt sich nur, also die Vorentwicklung entwickelt sich nur nach zu Amphira, wenn es weiblich ist. Was wohl dann auch diese elegante Pose versinnbildlichen soll. Ich finde das Vieh einfach nur geil. Machen wir einfach mal Felsgrab, ne? Das Vieh ist nämlich unglaublich schnell. Da kommt Toxin. War klar, dass ich toxinieren möchte. Habe ich mir schon fast gedacht, weil es kann einfach alles toxinieren. Und da es Feuergift ist, oder Giftfeuer, ich weiß die Reihenfolge nicht, trifft Toxin einfach jedes Pokémon instant, was ultra geil ist. Ja, und da wir es mit Felsgrab leicht umklatschen können, sollten wir gute Chancen haben, das hier verlustfrei zu bestehen. Mitstreiter wird gerufen, okay. Da ein Mulung. Es ist putzig. Es ist voll putzig. Männliches, oder? Aber ganz ehrlich, Amphira, du wirst keine Chance gegen uns haben. Hallo? Folterknecht? Ernsthaft? Jetzt darf ich nicht dasselbe hintereinander machen. Giftschock? Oh, oh. Ja, die gehen taktisch vor. Ah, ich darf noch einmal. Okay. So, Amphira ist down. Und ganz ehrlich, Mulung, es wird uns keine Bedrohung sein. 847 Erfahrungspopel. Heilige Scheiße. 24. Freue ich mich. Guck dir mal diese Verteidigungswerte an. Geil. Und der Vitala. Okay. Jetzt muss ich rauswechseln. Ansonsten Giftschock und Gifttick, dann bin ich leicht im Bedrängnis. Und wenn mich das Vieh kritten sollte, dann frage ich sogar. Das möchte ich natürlich nicht. Ich würde mal sagen, wir gehen auf Pedophilia. Pädophilia? Auf Pädophilia und hauen es mit dem Seestrahl in die nächste Dimension. Dein Mando Jasu, du hast gute Arbeit geleistet. Du hast Amphira mit zwei Hits rausgenommen. Und ja. Vorwarnung, Giftschock. Ja, ja, mach mal ruhig. Ist jetzt nicht doppelt so stark, weil ich nicht vergiftet bin. Und super Spezialverteidigung, da kannst du machen nichts, außer dich dem Seestrahl ergeben und verrecken. Bitteschön. Ja, Mann, die Prüfung ist super easy. Also für uns, weil wir ein bisschen überlevelt sind und weil wir halt super Konter haben für die Viecher hier. Erfahrungspopel, yay! Und yeah! Du besiegst Amphira, das Herrscher-Pokémon. Ich freue mich! Das war jetzt wirklich so berauschend, aber hey. Was willst du machen, ne? Wir sind halt gut gelevelt. Wir sind sehr gut gelevelt. So, dein Mando Jasu, ich bin stolz auf dich. Was ist Amphira richtig umgelümmelt? Yeah! Ja, einmal die Spitze polieren. Da freut er sich. Okay, an den Ohren mag er es überhaupt nicht. Aber an den offenen Diamanten immer sehr. Das ist gut zu wissen. Ja, wie er sich freut. Ah, zurück in den Ball. In deinen Premierball. Edel und luxuriös und sehr bequem. So, das war ja mal ultra leicht. Wow. Großartig, absolut großartig. Unglaublich, wie dir die feinen Unterschiede von Tanz und zu Tanz aufgefallen sind. Ja, feine Unterschiede, das stimmt schon. Und noch unglaublicher ist, wie du das mächtige Herrscher-Pokémon des Vulkans besiegt hast. Hm.
Zur Feier des Tages möchte ich dir nun ein Pyrium Z überreichen. Es wurde ursprünglich vom Herrscher-Pokémon getragen. Geil, ich danke dir. Pyrium Z. Ja! Das Pyrium Z ist mein! Ja! Prüfung easy bestanden. Yes. Yes, Mann! Und so geht die Pose für die Z-Kraft vom Typ Feuer. Feuerbändigen! Das könnte sogar eine Pose aus Avatar sein. Euch vielen Dank, liebe Knogger. Und nun sind sie verschwunden. Wenn du Pokémon begegnest, mit denen du dich anfreuen möchtest, benutze die hier. Flottball. Oh, danke. Das ging ja flott. Aber das ist noch nicht alles. Ab sofort kannst du auch Glurak ganz einfach per Pokémobilfunk herbeirufen und so flugs an Orte gelangen, die du bereits besucht hast. Oh, geil. Danke. Stimmt, nach dem Vulkan kriegen wir Glurak. Steige den Berg hinab und zeige das Pyrium Z der Prüfungshelferin vor der Barriere. Wir setzen nun unseren Tanz fort. Solange, bis wir herausgefunden haben, was es mit der ominösen Z-Kraft auf sich hat, die Menschen und Pokémon Alola verbindet. Jetzt können wir durch die Barriere des Captains zur nächsten Route gehen. Oh, geil. Ich danke euch vielmals, werter Herr. Ist hier irgendwas versteckt? Nö, aber wir können einfach... Sieht schon geil aus, so da unten alles so verkokelt und schmulrig, hitzig, voll geil. Sagt er sonst noch irgendwas? Steigt den Berg hinab und... Okay. Okay, dasselbe noch einmal. Alles klar, danke für die einfache Prüfung. Ich bin dir sehr dankbar. Das letzte Bild war schon irgendwie cool. Muss man sagen, das war schon cool. Oh, was ist denn das andere? Das Herrscher-Pokémon, das Komische, das Seltsame. Alles ist richtig gewesen, komischerweise. So, abwärts. Bis zum letzten Pokémon. Nein, komm schon. Jetzt noch, ernsthaft. Gnarf. Satiri. Ich bin ein kleiner Satiri. Dein Mann dort, Josso. Weißt du was, das klatsche ich jetzt einfach um. Einfach, weil ich es kann. Felsgrab! Felsgrab! Ich bin schneller. Tschüss, Satiri. Es war schön mit dir. Ich bin tot. 158 und kein Level Up. Okay. Ich warte darauf, dass Dormasi sich weiterentwickelt in seine wahre Natur. Warum nehme ich nicht einfach einen Schutz? Ich voll Forst, ey. Ja, Schutz. Das Leben könnte so einfach sein, wenn man ein bisschen nachdenken würde. Aber hey, nachdenken ist ja nicht jedermanns Stärke. Ne, Dormasi? Genau, Dormasi. Danke, Dormasi, dass du mich darauf aufmerksam machst. Witzig. Okay. Ich habe den Schutz nicht aktiviert, Alter. Oder es ist einfach stärker. Ich meine, wir sind ja nur Level 19. Vielleicht ist es ja auch Level 19 oder sogar höher gestuft. Es ist gleiches Level, okay. Ich kann aber fliehen, oder? Jawohl, bitte komm. Geil. Oh. Freue ich mich ein bisschen. So, raus hier. Los, auf zur Prüfungstuse. Ich zeige dir das Pyrium Z automatisch. Oha, du hast ein Pyrium Z. Herzlichen Glühstrumpf zu bestehen von Kiaves Prüfung. Na dann, wollen wir mal. Yeah, auf ins nächste Gebiet. So, bitteschön, du kannst jetzt durch. Zum Schattendschungel der Prüfungsstätte von Captain Maho gelangst du über Route 8. Und da können wir wieder was Neues fangen. Hinter Route 8 liegt die nächste Prüfungsstätte. Brrr. Ob wir hier auch nochmal ein bisschen was zum Hochhalten finden? Ist kein Trainer, okay. Wie bitte? Du willst gegen mich einen Trainer auf seinen Zenit kämpfen? Das lässt sich arrangieren, aber nur, wenn du erst alle anderen Trainer auf Route 8 besiegst. Okay, also wieder so ein Ass-Typi-Klumpe. Da triggern wir irgendwas. Oh. Zigarde-Würfel freut sich. Wir gehen mal nach unten. Schuss wirkt nicht mehr, das ist Bewumpe. Möchte ich was angeln? Ne, möchte ich nicht. Legst du ab und zu mal eine Pokepause ein? Die Pokebohnen
Die Pokebohnen, mit denen du deine Pokémon während deiner Pokepause füttern kannst, gibt es übrigens im Pokémon-Resort. Ah, okay. Oh, ich wollte gerade meine Angel auswerfen. Oh, schade. Tja, wie gewonnen, so Zaron. Kommen wir da rein? Tatsächlich, wir können da rein. Zip! Ach, die schon wieder. Hallo Trainer, wie ich sehe, hast du einen Pokédex. Hättest du Interesse daran, als Aushilfskraft für die Aether Foundation zu arbeiten? Keine Zeit. Oh, das ist aber schade. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Ich weiß nicht so genau. Wir sind Mitglieder der Aether Foundation. Wir beschützen und kümmern uns um Pokémon, die von Halunken wie Team Skull verletzt wurden. Fleckmons Route ist zum Glück nachgewachsen. Dennoch, wie konnte Team Skull, wie konnte es nur? Pokémon sind doch für uns so etwas wie unsere Familie. Ja, diese elenden Halunken von Team Skull. Fleckmons Route mag ja noch so lecker sein. Das gibt einem noch lange nicht das Recht, sie einfach so abzureißen. Auch nicht mal geschnitten, einfach gerissen. Fleck? Das ist so derpig, das merkt man nicht mal, dass es Schmerzen hat. Das ist ein Pokémon. Ja, komm. Prima, wir von der Aether Foundation haben es uns zum Ziel gesetzt, Pokémon zu beschützen. Aber damit uns das gelingt, müssen wir zuerst mehr über sie herausfinden. Deshalb sammle ich gerade Daten zu einem Pokémon namens Velursi. Ah, das zukünftige Pedobär-Pokémon, das auf Route 8 lebt. Der Aether Foundation liegen zwar bereits Daten zu ihm vor, aber wir benötigen dringend noch die Informationen aus einem Pokédex-Eintrag. Und da kommst du ins Spiel. Bitte fange auf Route 8 ein Velursi und zeige mir seinen Pokédex-Eintrag. Du bekommst selbstverständlich auch ein kleines Honorar. Also dann, ich zähle auf dir. Ja, wenn es mein Encounter ist, dann kriegst du den Eintrag. Ansonsten, nein. Ansonsten muss ich leider verzichten. Ja. Du dort, warte kurz. Hättest du einen Moment Zeit für mich? Hallo? Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Akromas. Mein Name ist Akromas und ich bin Wissenschaftler. Meine Forschung beschäftigt sich damit, wie man den Pokémon ihr wahres Potenzial entlocken kann. Hör mal auf, sein Ding rumzutippeln. Mann. Ich bin der Ansicht, dass es an der Verbindung zu ihrem jeweiligen Trainer liegt. Deshalb bin ich sehr interessiert an Trainern wie dir, die durch einen Z-Ring mit ihren Pokémon verbunden sind. Ach ja, übrigens, ich habe dich ja noch gar nicht nach deinem Namen gefragt. Janine, verstehe, das merke ich mir. Zur Feier unseres Kennenlernens schenke ich dir eine TM. Okay. Nitro-Ladung! Geil, danke, das kann ich für das hier gut gebrauchen. Der richtige Einsatz der Attacke Nitro-Ladung kann dir deine nächste Prüfung und den Kampf gegen den Herrscher des Schattendschungels erleichtern. Die Z-Kraft, sie ist das, wonach ich suche. Übertrifft sie den Mega-Ring? Hier in Alola soll es außerdem ein sogenanntes Pokémon-Resort geben, eine Inselgruppe nur für Pokémon. Ich bin froh, dass ich nach Alola gekommen bin und werde wohl eine Weile hier bleiben. Ich verabschiede mich, Janine. Wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Dass man den hier sieht, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay, cool. Unsere dritte Prüfung auf Akala. Brrr, der Schattendschungel wartet auf uns. Ich bin gespannt. Ich habe Angst davor, weil man mir gesagt hat, dass ich da verkacken werde. Und ich möchte es gerne beweisen, dass ich es nicht tun werde. Dass ich es schaffen kann. Ihr Wichser. So viel dazu. Riesenperle. Oh, danke. Eine riesige Perle. Oh, ich bin auch so eine Riesenperle. Da ist nichts versteckt. Okay, schade. Yeah, ich würde mal sagen, wir holen uns einen Encounter. Hallo? Wir können ein Foto machen? Hier? Okay. Blum. Ah. Ich würde mal sagen, die haben ein Rattenproblem. Zeig dich. Na los. Ja, komm schon. Ey, du Ratte. Hallo? Radfratz, hallo. Komm doch her. Oh, leck mich doch. Das kommt nicht wieder. Ich war doch reich. Ich möchte doch ein Foto machen. Komm, noch einmal. Wurde aktiviert. Sehr schön. Flumm. Gefällt mir. Ja, wenn man solche komischen Aufnahmen mag, dann gefällt einem das auch. Komm schon.
Ja doch, nicht schlecht. Natürlich, das ist voll schlecht, ey. Pff, wenn es nicht wiederkommt, dann schicke ich das eine Foto, aber ich möchte jetzt nicht so viel Zeit verschwenden. Ja, ein hübscher Rücken kann auch entzücken. Dreh dich zur Kamera. Brillant, gut gemacht. Mit deinen Fotos wirst du sicher mal berühmt. Diese Gegend kenne ich. Gute Nacht, CU. Also nach Motto, ein blendend schönes Motiv. Beim Anschauen habe ich Hunger bekommen. Alter, schon wieder der die ganzen Pokémon essen will. Das geht mal gar nicht. Yeah, voll geil, Alter. Woo. Nein. Alles klar, haben wir ein Foto gemacht. Und jetzt fangen wir uns ein Pedobär-Pokémon, habe ich gehört. Dafür möchte ich gerne, Diamond Josu nach vorne packen. Dann einmal hochhalten. Ich hätte jetzt auch einfach anklicken können. Ich weiß. Dann regenerieren. Aber hey, so ist es umständlicher. Passt schon. 30 KP. Sehr schön. Und dann hoffentlich kommt jetzt ein Pedobär, weil dann können wir uns eine Belohnung abgrabbeln. Los, Pokémon! Unser Runen-Pokémon auf Route 8 ist ein... Ja. Datignes. Okay. Nehme ich. Warum nicht? Hey, läuft schon. Passt. Ob das denn haut? Ich weiß nicht, wie die Fangrate ist, aber vielleicht klappt's ja. Komm schon. 3, 2, 1, meins! Jawohl. Klasse, da Dignis wurde gefangen. Wuhu. Cool. Ein zukünftiges Fiaro. Da freue ich mich erst. Epitaler Pedophilia, Level 28. Yeah. Cool, haben wir einfach mal ein Datignis gefangen. Datier übersprungen, Datignis, yay, yeah, läuft. Für Datignis wurde ein Eintrag im Klassenbuch eingelegt, yeah. Datignis, registriert. Komm schon. Datignis, der Funkenregen. Es speit Funken aus seinem Schnabel und schreckt so die Beute auf. Einmal gefangen wird sie geröstet und dann verspeist. Brutales Vieh. Yeah. 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 Wow. Möchtest du? Ja, möchte ich. Firebird Star, Red Hawk, Jetclaw. Ich nenne dich einfach Red Hawk. Roter Falke, passt schon. Red Hawk! So, was sagt denn dein Bericht? Wir gucken uns das mal kurz an. Neutrales Wesen. Ernst ist dickköpfig. Es ist ernst und dickköpfig. Interessant. War relativ schnell. Schnabelagilität, ruckzuck gibt Dreschpflege. Flammenkörper ist jetzt... jetzt da Orkanschwinge genervt wurde. Orkanschwinge wird nur so lange aktiv sein, wie das Pokémon voll KP hat. Das heißt einmal Sturzflug, dann Orkanschwinge weg. Prio weg. Darum kann man jetzt überlegen, ob man sich einen Flammenkörper-Fiaro macht. Weil da denkt man sich, ja okay, da hat bestimmt Orkanschwinge drauf. Ja komm. Mogelhieb, dann kann es mich nicht angreifen. Bäm, aber wird's verbrannt. Was? So, als kleines Beispiel, ne? Fände ich persönlich echt ulkig. So, aber du kommst erstmal auf die Box. Ich brauche jetzt erstmal nicht. So, tschüss. Obwohl. Pflanze, Rokara raus, Datignis rein. Dann haben wir. Dann haben wir Dusty, haben ein Datignis, haben ein Koriogel. Das wäre schon cool. Das so als Team für die Pflanzenprüfung. Ich glaube, da können wir ordentlich was reißen. Weiß nicht warum. Ich glaube, das ist ein Trainer. Blum. Ach, die Folge ist voll. Scheiße, mein Fehler. Und dann habe ich sie weggedrückt. Oh nein, Hilfe. Vielleicht denke ich daran, sie im Livestream vorzulesen, um den verlorenen Text nachzuholen. Inga. Ingwer, warum? Inga, warum nicht gleich Ingwer? Evoli. Natürlich, ein Evoli. 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 Ein kleiner Wildwurf Evoli. Ich bin kein Fan von Evoli. Evolutionen. Aber es gibt ein paar, die mag sogar ich. So optisch halt, ne? Ich bin einfach kein Fan davon. Ich weiß nicht warum. Ich mag sie einfach nicht. Komischerweise. Bis. Oh nein. Bis zum Ende kämpfen wir gegeneinander. Und ich glaube, dein Ende ist näher als meins. Natürlich. 3 KP, ernsthaft. Das war's dir wert. That's. Tschüss, Evoli. Das viel Erfahrungspopel. Oh, akzeptabel.
Das ist die Level 28. Angeberei im Leben nicht. Im Leben nicht. Don Marcy Level 20. Hier waren wir gleich in Garados. Inga wurde besiegt. Ich denke zwar darüber nach, was ich falsch gemacht habe, aber ich blase bestimmt nicht Trübsal. Darum setzt du dich auf den Hintern. Und wir kriegen zum Abschied dieses Parts noch eine Entwicklung. Don Marcy wird erwachsen. Nanu. Don Marcy entwickelt sich in seine wahre Persönlichkeit. Ob es auch einen Mafia-Hut aufhaben wird? Die Genki-Dama der Aggressionen. Glückwunsch, dein Don Marcy wurde zu einem Garados. Yeah! Freue ich mich gewaltig. Für Garados wurde ein Eintrag im Klassenbuch vorgenommen. Ist das ein geiles Bild oder ist das ein geiles Bild? Es ist ein super geiles Bild. Die Reihe ist komplett. Bingo! Garados, grausames Pokémon. Es heißt, es habe eine ganze Stadt, deren Bewohner es verärgert hatten, über Nacht vollständig in Schutt und Asche gelegt. Wundert mich nicht. Garados ist so geil, ey! Na komm schon, lern Biss. Yeah! Es lernt Biss. Don Marcy lernt Biss. Es manchmal beißt Don Marcy vor Wut einfach in seinen Schreibtisch, wenn es sich beim Zocken aufregt. So, das Bild unten mit Capador korrigiere ich für die nächste Folge. Das war's erstmal für heute. Wir bleiben bei unserer neuen besten Freundin hier stehen. Fast Hand in Hand. Ach, was, egal. Wir bleiben hier bei ihr stehen. So, und ich verabschiede mich. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder, wenn wir uns Richtung Schattendschungel begeben. Und ich habe ein mulmiges Gefühl dabei. Aber ich glaube, vom Level her sollten wir gut was reißen können. In dem Sinne, Arrivederci, meine Kamakaronis. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.